Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang, lang ist es her, dass ich ein Video rausgebracht habe und ja, tatsächlich will ich jetzt wieder versuchen, aktiver zu werden, was das Ganze angeht. Und das geht jetzt tatsächlich auch, da mein Abitur durch ist, ich jetzt studieren gehe und dementsprechend auch einen Praxispartner habe und viele, viele, viele Sachen dazu lerne, die ich mir natürlich auch merken will. Und dementsprechend will ich auch den Kanal anders strukturieren, aber mehr dazu in diesem Video. Zuallererst einmal möchte ich auf die Frage eingehen, kommen überhaupt wieder Videos? Und das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Es wird einmal die Woche auf dem YouTube-Channel ein Video kommen und zudem will ich auch Instagram und TikTok wiederbeleben. Ja, die zweite Frage ist, was für Videos werden kommen? Zum einen werde ich versuchen, vielleicht von der Hochschule Videos zu machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Beim Praxispartner kann euch jetzt schon mal versprechen, das wird rein gar nichts, weil da einfach die Datenschutzrichtlinien nicht für ausgelegt sind. Ja, ich will auch Tutorials machen, weil ich werde im Studium vieles lernen, wie ich schon gesagt habe, und das will ich beibehalten, das will ich üben und dementsprechend möchte ich zur Selbstverständnis und wenn ich mal was mir behalten möchte, gerne das so wie ein Tagebuch auf meinem YouTube-Kanal führen, dass ich immer wieder, wenn ich mal was nicht weiß, dort in die Videos reingucken kann und auch für mich selber die Tutorials irgendwie dann bestimmt sind. Ich teile das sehr gerne mit euch, das Wissen, was ich mir da aneignen werde. Und ich habe jetzt auch schon in der letzten Zeit sehr, sehr viel Neues dazu gelernt, wo ich wirklich gespannt bin, euch das zu zeigen. Und ja, die dritte Art von Videos werden Challenges sein, wie zum Beispiel Logo-Roulette und so weiter und so fort. Was soll Logo-Roulette sein? Und zwar Logo-Roulette ist, dass ich mir eine Liste habe für Gegenstände und eine für Branchen von verschiedenen Unternehmen, in denen die sein könnten. Und da dann nach einem Zahlengenerator zum Beispiel mir ausgeben lasse, welchen Gegenstand ich mit welcher Branche verbinden werde, um daraus dann letztendlich ein Logo zu gestalten. Und da werde ich euch auf diese Reise dann auch mitnehmen, wie ich die Logos gestalte und so. Da wird auch dem nächsten Video zukommen. Und da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Apropos Logos, diesen Pulli, den Mage Hoodie, welchen es auch noch als Witch Hoodie gibt, mit denselben nur in Rot und der Unterschrift Witch, gibt es im Shop. Link dazu ist in der Beschreibung unten. Ja, auch will ich Redesigns machen, dass ich bekannte Logos vielleicht in meiner Auffassung in besser mache oder dass ich die eins zu eins so mache, nur dann halt zeige, wie ich da rangehen würde, um die zu machen. Und auch sowas wie zur Medienpsychologie wird kommen. Also wie bereitet man ein Medium auf, dass es für die Masse gut bestimmt ist? Und zudem wird natürlich auch kommen Making-ofs, wie ich schon gesagt habe, wie ich Logos mache, wie ich ein Layout gestaltet habe und so weiter und so fort. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr und dementsprechend wünsche ich euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Ansehen dieses Videos. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auch Instagram und TikTok dann aus und bis zur nächsten Woche. Ciao!